habe euch heute von Tenba die BYOBs mitgebracht. Das sind so Module, mit denen man Taschen beschicken kann. Rucksäcke, Freizeittaschen, Handtaschen und so weiter. Das Ganze sind im Prinzip Module, die mit eurem Kamera-Equipment beschickt werden können. Ich mache mal ganz kurz eben eins auf. So sehen die von innen aus. Die ganzen Innenpolsterwände, die kann man also hier diese Trennwände mit Klettverschluss einfach lösen und kann sich den ganzen Innenraum dann so einteilen, wie man den braucht. Die kann man als Foto-Inlays benutzen, also für Fotoklamotten, sprich reinste Foto-Hardware, also Objektive und kleine Kameras und so weiter. Gibt es also in verschiedenen Größen. Ich mal ganz kurz eben hier die Kamera halten. Und dann haben wir noch eine große, das ist dann die hier. Und da kann aber auch jetzt neben der Fotoausrüstung, also auch was im Fotobereich angesiedelt ist, natürlich auch anderes Equipment reingemacht werden. Zum Beispiel Kabel und Batterien, Akkus, Ladegeräte und so. Ich habe eine von diesen Taschen, die ganz kleine, die habe ich also extra jetzt zweckentfremdet als Fotozubehörtasche und habe hier also mein ganzes Equipment reingemacht, was ich jetzt im Bereich der Fotografie brauche, was ich nicht immer brauche, was ich aber halt eben trotzdem mitnehmen muss, ne? Also auch für unterwegs, wenn ich jetzt irgendwie draußen bin und so weiter. Zum Beispiel jetzt meine ganzen Akkus, meine ganzen Ladegeräte, dann so eine kleine Kamera wie die GoPro zum Beispiel, die ich nicht immer benutze, aber halt immer doch ganz gerne mitnehme. Dann irgendwelche Filtergeschichten und so weiter. Das ist also alles das, was ich dann hier reinmachen kann, zusätzlich in den Speicherkarten und so weiter. Hat für mich den großen Vorteil, dass ich das Ding in meinem Auto liegen lassen kann, muss es nicht immer direkt mit rumschleppen. Aber ich weiß direkt, wenn irgendwas ist, Moment mal, ich habe im Auto habe ich ja halt das und das und dann kann ich das eben da rausholen. Zum Beispiel jetzt irgendwie die fehlenden Akkus, irgendwelche anderen Geschichten, Speicherkarten und so weiter, die ich einfach dann nicht vergessen habe, aber die ich halt in dem Augenblick einfach nicht brauchte. Das ist also, wie gesagt, einfach einmal so ein kurzer Hinweis von mir zum Anwendungszweck, was die ganzen Sachen angeht, aber diese Dinger sind natürlich auch richtig gut dafür gedacht, wenn man zum Beispiel jetzt in den Urlaub fährt, ne, irgendwie ins Hotel und hat dann die Fotoausrüstung und die möchte man aber halt eben nicht ständig immer irgendwie mit sich rumschleppen oder halt eben einfach das Behältnis, wo die ganzen Sachen drin sind, wenn man dann seine Tagestasche nimmt und dann packt man das Ding einfach mit in den Koffer rein und dann stellt man es halt eben einfach irgendwo in den Schrank. Ne, zum Beispiel. Also ganz toll, ganz tolle Sache. Ich habe hier schon wieder viel zu viel geredet. Ich wollte gar nicht so viel im ersten Take so viel reden. Ich zeige euch einfach jetzt mal so ein paar Anwendungsbeispiele, also beziehungsweise wie das Ganze jetzt sich hier einfach so bedienen lässt und was man da so reinmachen kann. Das ist also jetzt die kleine Slim von Tenba, die BYOB 9 Slim. Und die habe ich also jetzt so in Gebrauch, wie ich es euch gerade hier zeige. Ihr kommt da ganz kurz nochmal eben hier so einen Rundumblick um die Tasche. Ne? Hier sind auch so ein paar Außenfächer, also hier einmal auf der Seite und auf der Seite. Ich habe dafür keinen Gebrauch gefunden. Vielleicht fällt dem einen oder anderen von euch ja irgendwas ein, wenn man dieses Inlay zum Beispiel jetzt auch noch irgendwie benutzt, um da jetzt zum Beispiel irgendwie noch was reinzumachen, auf das man direkt Zugriff haben möchte. Ne? Muss man in das Hauptfach nicht ran. Vielleicht ein Filter oder sonst irgendwie etwas. Ich habe also jetzt hier oben einfach... Reißverschluss geht auch schön leicht. Jetzt habe ich jetzt hier oben einfach die Sachen reingepackt, die ich jetzt auch mitnehmen muss, die ich benutze, die ich aber halt, wie gesagt, nicht immer benutze, sondern halt eben mit dabei haben muss für den Fall X. Das ist zum Beispiel jetzt hier die Sony, die RX100. Dann habe ich hier die GoPro. Die habe ich eigentlich regelmäßig auch im Einsatz. Dann haben wir hier einmal noch ein Rode-Mikroskop. Mal ganz kurz eben hier raushalten, ne, mit dem Puschel direkt dran. Ihr wisst ja vom letzten Video noch, wie wichtig das mit dem Puschel immer ist, dass er dabei ist. Dann habe ich hier mein Ladegerät, ein Helocube für die Sony Alpha. Mit dem Akku hier oben noch drauf. Der andere ist in der Kamera, mit der ich gerade diesen Film auch aufnehme. Und was hierzu gehört, was mich wahnsinnig aufregt, wenn das in der Fototasche rumfliegt, das ist das dementsprechende Netzkabel natürlich auch dafür. Das habe ich also hier einfach so zusammen gemacht, daneben gesteckt. Wunderbar, alles gut. Hier habe ich einfach in dieses große Fach ganz exorbitant einfach nur dieses kleine Three-Leg Thing, den Itchy reingemacht von den Iggy von Three-Leg Thing, den ich benutze in Verbindung mit der GoPro oder mit der Sony RX100. Und hier in dieses kleine schmale Fach, was ich mir hier gebastelt habe, da habe ich ganz einfach hier für die GoPro dann das Ladegerät und nochmal zwei Akkus. Einer ist in der Kamera schon drin und die habe ich also auch hier einfach reingesteckt. Also mich persönlich regt alles auf, was im Fotobereich was Kabel hat. Da bin ich mal ganz froh, wenn das nicht in meiner Hauptfototasche bzw. am Trolley dann drin ist und ich das jetzt hier irgendwie einfach dann so auf Seite schieben kann. Ne? Ich habe im Hinterkopf, das ist ganz wichtig, am Ende des Tages, wenn die GoPro dann halt eben leer gelutscht ist, dass ich halt weiß, so jetzt kann ich meine ganzen Sachen hier rausnehmen, kann die Akkus aufladen und gut ist. Hier oben auf der Oberseite ist noch so ein Fach, also das ist stellvertretend auch für die anderen Größen, die ich jetzt hier habe und da kann man direkt immer sehen, was da drin ist. Da habe ich jetzt im Augenblick nur einen ND-Filter drin für das Objektiv, in dem ich auch gerade diesen Film aufnehme, je nachdem, wie ich draußen unterwegs bin und es sehr hell ist und ich noch ein bisschen irgendwie da mit der Lichtstärke rumspielen möchte.
Und da kann man natürlich auch noch ganz andere Sachen reinmachen. Ja, im Grunde genommen ist es also halt eben hier eine sehr schöne Geschichte, um seinen ganzen Fotozubehörkram unterzubringen, aber natürlich auch seine Fotoausrüstung. Das werde ich jetzt mal eben nachstellen. Also wie gesagt, ich habe das ja hier beruflich für Zubehör in Gebrauch und ich werde einfach jetzt mal eine andere Tasche, beziehungsweise vielleicht auch die Tasche einfach dann hier so benutzen, als wenn es meine Fototasche wäre, mein Foto-Inlay. Das ist die große BYOB, die 10 für DSLR, die heißt auch so, BYOB 10 DSLR. Der eine oder andere wird wahrscheinlich jetzt schon drauf gekommen sein, dass das also mehr für die Fraktion der Spiegelreflexfreunde ist. Ich mache die mal einfach auf. Geht also auch sehr leicht einfach auf. Ich habe die einfach jetzt mal bestückt mit dem, was hier so rumliegt. Und ihr seht, ich habe nicht mal alle Fächer ausfüllen können. Ich wollte also jetzt mal einfach hier die Canon 5D Mark III ist das, noch eine etwas ältere Kamera benutzen, um die hier reinzumachen. Für diejenigen unter euch, die die Kamera auch kennen und vielleicht sogar selber eine haben, das ist also das 24-70 Objektiv, was wir hier dran haben. Und dann habe ich hier einfach nochmal ein Ladegerät hingemacht, das Ladegerät und exorbitant in eins der großen Fächer einfach nur mal einen, so einen Akku reingelegt. Ihr seht, ihr könnt das hier einfach verstellen. Ich würde eigentlich jetzt hingehen und die Trennwand rausmachen. Und dann würde ich mir zum Beispiel hier vorstellen können, dass da noch ein Objektiv drin ist. Oder ich mache das ein bisschen nach da und dann kann ich hier noch zwei Objektive reinmachen. Oder noch einen Zoom, indem ich das einfach längs reinlege. Das ist also alles kein Problem. Was noch sehr schön ist, ist hier an dieser Tasche, dass, das hat die andere auch, dass wir hier noch diesen schwarzen Klettzug haben. Das ist so ein Band, was man darüber machen kann, extra fürs Objektiv. Was man dann hier auch mit Klett einfach festmacht, damit, wenn die Tasche einfach umgedreht wird, ich muss auch kurz den Akku eben rummachen, dass also hier, auch wenn die Tasche jetzt zu ist, dass die also jetzt nicht dann immer gegen die verschlossene Frontseite dann, wenn das hier zum Beispiel auf den Kopf einfach lege, dann dagegen drückt. Das heißt, die ist also immer ganz fest fixiert und was ganz wichtig ist, sie kann halt auch in der Tasche selber dann nicht hin und her rutschen. Das müsst ihr natürlich dann dementsprechend auch einfach noch anpassen. Ich habe jetzt einfach mal hier reingemacht. Ich würde jetzt hingehen und hier zum Beispiel das Element noch alles hier ein bisschen verbauen, damit das noch ein bisschen straffer ist. Und ihr seht auch und vor allen Dingen, ihr hört es ja auch, das Ganze ist also hier einfach individuell einfach einstellbar. Und dann der Streifen zu letzter Instanz einfach dann hier auf dem Boden, also auf der Unterseite. Das heißt, der ist jetzt hier festgemacht. So, einmal rum. Mal kurz das Objektiv ein bisschen anheben. So, jetzt ist es ganz weit drauf. Und jetzt seht ihr, ne? Also ich halte die Kamera jetzt hier noch fest. Ich möchte nicht, dass sie ganz rausfällt. Damit ihr aber auch sehen könnt, dass das hält, ist also hier nochmal dagegen dann gesichert, dass sie einfach jetzt nicht gegen die Oberseite einfach dann drückt. Wenn die ganze Tasche bestickt ist und voll ist, dann kann man sie einfach zumachen. Auf der Oberseite seht ihr hier nochmal einmal dieses Fach, was ich gerade bei der anderen Tasche, auch bei der kleinen Tasche benutzt habe mit dem ND-Filter. Ihr seht auch, dass aufgrund der Dimension natürlich hier ein bisschen mehr reingeht. Auch das hier oben mit dem Reißverschluss bestens geschützt. Ich mache mal die Hand eben rein. Ne? Also ihr könnt also von außen dann auch immer direkt sehen, was da drin ist, wenn ihr irgendwas sucht. Und dann kann man das Fach einfach zumachen. Was beide Taschen gemeinsam haben, ist, dass sie also hier, wenn man sie nur bis zur Hälfte aufmacht, so bis zu der Naht, die hier oben ist, ist also hier so eine Knickkante, kann ich hier den Deckel einfach so rumnehmen. Das heißt, das, was jetzt hier unten drunter ist, die beiden Fächer ganz hinten am Ende, einmal hier und einmal hier, die sind also auch nochmal dann dahingehend geschützt, ne, wenn ihr zum Beispiel jetzt draußen unterwegs seid und es ist irgendwie unruhig oder regnet vielleicht sogar, dass ihr einfach ganz schnell die Tasche aufmachen könnt und keine Panik haben müsst, dass jetzt hier hinten irgendwas hinkommt. Oder dass ihr halt eben auch einfach dann hier für den Zugriff auf die Kamera benutzt wird. Das heißt, wenn ihr die Tasche dann hochkant transportiert und greift jetzt einfach so in den Rucksack rein, dann müsst ihr die ja nicht ganz aufmachen. Ne? Dann können wir die einfach so zur Seite machen, hier einfach reingreifen, natürlich vorher dann auch den Befestigungsstriemen hier einfach lösen, den man hier einfach lang zieht und jetzt könnt ihr die Kamera einfach dann so aus dem Rucksack dann einfach rausnehmen. Das dann dazu. Ja, also wie ihr seht, das ist schon ein ziemlich tolles Produkt. Die Verarbeitung ist sehr, sehr hochwertig, muss ich sagen. Vor allen Dingen auch jetzt hier in dieser Preiskategorie. Die Dinger kosten ja wirklich fast gar nichts. Und die Oberfläche ist auch schön angenehm, ist auch so ein bisschen etwas abperlender Effekt, also gegen leichte Spritzwasser ist das auch geschützt. Mein Gott, schweres Wort, Spritzwasser, so. Und dann haben wir hier noch einen Tragegriff, was natürlich auch ganz praktisch ist, wenn ich die jetzt einfach so transportiere oder halt eben einfach dann jetzt hier rausnehme und zum Beispiel jetzt hier einfach in meinen Trolley reinmache oder in den Fotorucksack oder die Fototasche, die ich dann benutzen möchte. Jetzt noch ein bisschen zur Verwirrung beitragen. Wir haben also einmal hier die BYOB 10, das ist die große, die ich euch gerade vorgestellt habe, wo es die 5D drin ist, die Spiegelreflex. Dann haben wir hier einmal die BYOB, ja, die normale, die 9, also die Nummer 9. Die sieht so aus und dann gibt es die 9er aber nochmal in einer Slim-Version. Die sind ja von den Dimensionen her, sind die ja, ja eigentlich gleich, ne? Wenn man das mal eben kurz hier reinhält.
Nur die eine ist halt eben slim, weil ich mal kurz gucken auf dem Monitor, ob man das sehen kann, die ist ein bisschen dünner. Das eine ist irgendwie für 2 bis 3 Objektive und die andere für 1 bis 2. Das hängt aber auch jetzt wieder damit zusammen, was man für ein Kameraequipment hat. Also die kleinen Systemkameras, je nachdem, was das ist, mir fällt gerade ein, Olympus zum Beispiel oder auch Leica, da sind ja die Objektive, das ist ja das ist eigentlich fast gar nichts. Ne? Also ihr wisst, was ich meine, die sind halt eben sehr, sehr klein. Während hingegen man natürlich dann bei den etwas größeren Kameras, wie das Sony Alpha zum Beispiel, auch mit den entsprechenden Objektiven, das ist also auf normalen Spielreflexniveau von früher, ne? Analog noch, wohlgemerkt, und bei Canon zum Beispiel oder allen Sachen auch groß mit Autofokus, Spielreflexkameras von den Dimensionen, wo die Objektive auch dann ein bisschen größer sind, wie zum Beispiel jetzt hier die 5D Mark III mit dem 2470, ne, als beispielhaft, die ich hier reingemacht habe, um das dann einfach aufzufüllen. Darum natürlich auch an der Stelle jetzt der Hinweis, wie immer, dass unter dem Video logischerweise ein Link ist, der führt auf die Tenma Produktseite bei uns. Da könnt ihr euch die ganzen Sachen nochmal anschauen. Es gibt auch noch einen etwas älteren Film, ich glaube, der ist aus Mai letzten Jahres, Mai 2017. Da habe ich schon mal eine BYOB vorgestellt, eine ganz andere Machart, die war so ein bisschen länglich. Ich habe das Video auch hier unter dem anderen verlinkt. Da habe ich die Tasche vorgestellt, die hat praktisch dann, das ist dann so eine längliche Tasche, wo man einfach von oben dann reingreift, ne? Wie so eine Box. Sowas hier, nur in groß. Ne? Mal ganz kurz eben hier anzeigen hier und dann kann man die einfach rausnehmen. Auch aus demselben Material, auch in derselben Preisregion, das ist natürlich auch noch eine Option. Die würde zum Beispiel ganz gut in Taschen reinpassen, die so ein bisschen länglich sind, ne? Wo man einfach so eine Lasche hat, die man aufmacht. So handtaschenmäßig halt eben auch. So, genug der Worte. Ich sage einfach mal, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir ganz gerne ein Like da lassen und ansonsten bis zum nächsten Video. Tschüss. Timber. Kann man das sehen? Ja, kann man das sehen. So. In diesem Produktvideo. Ich soll das ja nicht sagen. Boah, ist das ein geiles Wetter. Boom.